Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück hier. Ich möchte aber jetzt zuerst einmal den Kollegen Mähdrescher starten, denn die Sämaschine holt schon bedrohlich auf und wir wollen jetzt natürlich auch nicht, dass wir uns dann nochmal in die Quere kommen. Von daher ist das, glaube ich, etwas angenehmer, wenn wir das hier ein bisschen weiter laufen lassen. Kriegen wir auf alle Fälle die Folge hier fertig. Ist ja nicht mehr allzu viel, was da jetzt auf uns wartet. Den tanken wir jetzt nochmal schnell während der Fahrt ab. Das dürfte vom Ranlaufen wunderbar funktionieren. Jawohl, perfekt, so ist das schön. Dann bockt nämlich der Traktor auch nicht, wenn man einfach guckt, dass man so auf 12, 13 km/h runterfährt und danach erst den Tempomat einschaltet, weil dann ist das Bremsen nicht so abrupt und bei dem Gewicht, was wir hinten drauf haben, ist das sonst ein bisschen schwierig. Ihr seht selbst, wir haben jetzt schon wieder 8000 Liter, das sind schon wieder über 16.000, 17.000 Euro, die wir da drin haben. Und das Geld können wir auch gut gebrauchen, ne? So, hier bleiben wir aber jetzt mal stehen. Ich möchte nämlich als erstmal, bevor wir es wieder vergessen, unsere Folgetierchen kaufen. So, wunderbar. Okay, dann kann das jetzt weiterlaufen. Jetzt können wir auch hier nochmal eine Runde mitfahren. Oh, gehen wir wieder auf die Fahrstufe 3. Und würde sagen, gerade am Überlegen, ist zwar nur halb voll, aber wenn wir jetzt hier oben sind, können wir eigentlich nochmal schnell zum Depot fahren. Dann hätten wir das nämlich auch nochmal weg. 18 Minuten haben wir noch Zeit, also von daher eigentlich sehr gutes Timing, weil nach dem, was wir jetzt schon alles verkauft haben, dürfte, denke ich mal, auf alle Fälle der Rapspreis deutlich nach unten gehen. So, wir flitzen jetzt nochmal schnell hoch. Werden wir die nächste Runde wegbringen. In der Zeit kann der ruhig noch ein bisschen ernten. Und wenn wir dann auf dem Rückweg sind, dann denke ich mal, können wir die Sämaschine wieder einschalten. Dann kann die nämlich auch den Rest dann zu Ende bringen. So, außerdem haben wir den Vorteil, wenn der Kipper nicht ganz voll ist, fahren wir ein bisschen schneller. Ist natürlich nicht ganz so wirtschaftlich jetzt, weil normalerweise guckt man natürlich, dass man den Kipperrand voll macht. Aber ich möchte natürlich jetzt auch mal sehen, wie das um Geld vorangeht. Und in der letzten Folge haben wir ja auch schon am Kredit sogar wieder ein bisschen zurückzahlen können. Wir haben Geld für unsere Folgetierchen. Also es sieht eigentlich so in Summe schon richtig gut aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen was reinkriegen. Mal gucken, wie weit wir dann den Kredit noch runterschaufeln können, beziehungsweise unsere Reserve für den neuen Mähdrescher schon mal holen. Denn wie gesagt, es fehlt eine ganze Menge. So, hier kippen wir mal aus. Ja, aber es kommt ja jetzt auch zum Glück schon wieder eine ganze Menge rein. Wir sehen es. So, und das können wir natürlich auch gleich wieder nutzen. So, da zahlen wir wieder runter. Jetzt sind wir bei 170.000, die wir zur Verfügung haben. Das bedeutet, 210.000 würden jetzt nur noch fehlen. Ja, also ich denke, wenn wir die Ernte drin haben, sind es weit unter 200.000. Und das könnten wir vielleicht dann in Verbindung mit den Kühen und dem Feld 16 sogar dann hinkriegen, dass wir dann die Kohle schon zusammen haben. Puh, wäre ja gar nicht schlecht, ne? So, wir fahren jetzt aber erstmal wieder runter zum Feld 10. Wir sehen, der hat schon fast eine Dreiviertelspur wieder durch, weil ungefähr 52-53% ist immer eine Spur beim Raps auf Feld 10 zumindest mit dem Mähdrescher. Das können wir schon mal uns sozusagen als Hinweis, als Punkt ungefähr als Markierung setzen. Das heißt, bis wir jetzt unten am Feld 10 sind, dürfte der dann gleich drehen, dann kommt er uns entgegen und ich glaube, dann ist er schon auf der vorletzten oder vielleicht sogar schon auf der letzten Spur. Das heißt, die Ernte ist dann fast durch. Könnten natürlich jetzt am liebsten noch ewig weiter ernten, klar, wir wollen ja Geld verdienen, aber irgendwann ist natürlich auch das größte Feld einfach mal leer. So, gucken, 53,2, ihr seht's, und jetzt wird nämlich gerade wieder das Ganze unten gedreht. So, apropos, wir schalten jetzt mal hier die Sämaschine ein, da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ja, dann kann der nämlich gleich loshantieren, wir fahren dementsprechend auch wieder hoch. Wir wollen ja, wie gesagt, dann den Sampo während der Fahrt abtanken. Der ist auch schon wieder auf dem Weg hierher. Kommt uns jetzt also schon langsam wieder entgegen. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Düngen vor uns und dann ist Feld 10 durch, ne? Dann haben wir es geschafft. So, jetzt können wir erstmal gucken, ob das schon die letzte Spur ist oder ob da noch ein Rest stehen bleibt. Bleibt noch eine Spur stehen, okay. Das heißt, einmal fährt er dann noch runter.
Ja, da kriegen wir locker noch ja, 6.000 bis 10.000 Liter rein. Das wären dann nochmal 20.000 Euro. Das ist natürlich richtig gut. So, Fahrstufe 3. Und einmal gleich das Ganze bitte abtanken. So. Ja, die nächste Kohle kommt wieder rein. Wunderbar. Ach, macht Spaß so zu zählen, ne? 2.000 Euro. Oh, und das war's. Ah, nee, ich bin halt nur ein bisschen zu weit rausgefahren. Da kommt davon, wenn man nach unten rechts guckt und nicht schaut, wo man hinfährt. So, jetzt sind wir bei 4.000 Euro. Gleich sind wir bei 6.000 Euro schon. Jawohl. Ach, wunderbar. So ist das richtig herrlich. Na, dann klappt das wunderbar. So, wir können eigentlich dann, wenn wir oben sind, schon mal runterfahren dann direkt zum Feldende, weil der Rest, das ist nicht mehr allzu viel. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir auf die 4.000 Liter zu. Das sind 8 Riesen, also von daher in Verbindung mit dem, ja, sind wir nur noch bei 22.000 oder 20.000. Also ich denke mal, wir werden um die 180, 190.000 dann zur Verfügung haben. Weil auf der letzten Spur, auf dem kleinen Eckchen, was da hinten noch steht, dürften nicht mehr viele Liter zusammenkommen, gehe ich mal von aus. Ich denke mal, das Gros, das werden wir jetzt hier nochmal haben. Aber immerhin 4.000 schon voll. Ja, 4.1, es geht gut voran. Bin ja jetzt froh im Endeffekt über jeden Liter, den wir noch reinkriegen können. Ja, und da hören wir eben auch schon, dass die Seemaschine aufholt. Die kommt dann nämlich gerade an der Seite an. Da ist sie schon. Das heißt, da machen wir uns dann auch gleich mal aus dem Weg. Oh, nochmal kurz. So, und 4.500 Liter haben wir schon. So, wir fahren aber jetzt, wie gesagt, hier zum Feldende. Denn das kann jetzt der Mähdrescher die paar Literchen alleine machen. Ich bin mal gespannt, wie viel der da reinkriegt. Im Moment ist er komplett leer. Also von daher ist das nicht allzu viel. Mal gucken, wie viel Prozent der da zusammenkriegt. So, naja, ist noch nicht mal bei 1%, also noch nicht mal 400 Liter bis jetzt. Ist halt nicht mehr allzu viel, aber selbst das sind dann trotzdem 1%, sind schon wieder gute 1.000 Euro. Also darf man auch nicht unterschätzen. Ist schon eine Menge Holz, was da zusammenkommt. So, und dann würde ich sagen, steigen wir mal aus. Ja, cool, wir laufen fast so schnell wie der fährt. Das ist auch nicht schlecht. Okidoki. So. Dann machen wir uns hier nämlich gleich mal auf die nächste Richtung. Denn wir wollen ja dann hier auch schauen, dass wir hier noch das Düngen fertig kriegen. So, würde ich sagen, starten wir den hier schon mal entlang. Dann ist das nämlich auch gleich vom Tisch. Ich denke mal, jetzt können wir auch dann entsprechend hier durcharbeiten. Gerade gucken, die Sämaschine hat noch zwei Spuren. Okay, Mähdrescher dürfte auch bald einlaufen. Gehen wir dem Knaben ein bisschen entgegen. Da hinten sehen wir ihn schon auftauchen, den Sampo. Wunderbar. Na, 3% hat er jetzt drin. So, gleich mal gucken. Halt, nicht ins Schneidwerk rennen. Hab gehört, das tut weh. Ach, 136 Liter. Ach du lieber Gott. Au, 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 au. Ja, das ist natürlich dann wirklich nicht mehr viel. Aber trotzdem, naja, so um die 400 Euro sind es dann trotzdem nochmal. Reicht so mal für einmal tanken noch aus. Und ich glaube, den Mähdrescher müssen wir dann auch mal ein bisschen sauber machen. Der sieht dann doch schon ein bisschen, versaut aus. Ein wenig dreckig. Gucken, die 200 Liter kriegen wir wenigstens noch voll. Ja. Ja, schaut aber ganz gut aus. So, damit haben wir die Ernte fertig. Naja, hat ja wunderbar geklappt. Jetzt kann auch die Sämaschine wunderbar das Ganze zum Ende bringen. Wir müssen jetzt nur mal gucken. So, schafft er das noch so, wie ich mir das vorstelle? Ja, ist ja traumhaft. Dann kann er es nämlich gleich abtanken. Dann klappen wir das Röhrchen wieder ein und fahren den, würde ich auch sagen, gleich runter zum Hochdruckreiniger. Denn wie gesagt, der hat jetzt erstmal eine Wäsche nötig. Der war ja auch fleißig, also so ist ja nicht, ne? Oh, jetzt muss ich nochmal gerade die Prozente von Sämaschine und Dünger im Auge behalten. Ob die da sich auch nicht in die Quere kommen. Weil ich glaube, die sind ziemlich dicht da oben beieinander im Moment. So. Scheint aber soweit noch ganz gut zu funktionieren. Dann, wenn wir gerade hier sind, würde ich sagen, steigen wir mal kurz aus. Na, komm rüber. So.
Mal schnell noch ein paar Eierchen einsammeln, weil wenn wir uns dann sowieso später runter begeben, können wir die gleich abgeben. Ne, bringt ja auch wieder ein bisschen was. Wir haben die besten Eier im Land hier auf unserem Hühnerhof. Von daher, ja, bringen die auch richtig gut Geld ein. So. Ja, die Hühner freuen sich auch schon, ne, dass wir hier die Mega-Eier wieder einsammeln. Alles umsonst, ne? Legen so hunderte von Eier und dann kommt so ein Penner und räumt die alle weg. Also das ist natürlich auch nicht freundlich. Aber gut, jetzt gucken wir mal, wie viele wir haben. Außerdem müssen wir auch aufpassen. Ihr habt ja gesagt, 60 Eier, danach ist Ende. Das heißt, die muss man natürlich auch nach Möglichkeit immer so ein bisschen, ja, rechtzeitig einkassieren. Weil ansonsten steht nämlich auch hier die Produktion, da bringt auch die größte Anzahl an Hühnern und so weiter nichts, wenn ja, dann nichts mehr produziert werden kann. So, das obligatorische Ei auf dem Dach nehmen wir natürlich auch mit. So, da ist noch ein bisschen was. Einmal hier, da haben wir noch eins gehabt. Da hinten auf der Rückseite von der Hühnerhütte ist auch noch eins. Oh, da liegen auch noch welche. Mama mia, haben wir viele Eier. Also hier im Hühnerstall. Nicht, dass jeder jetzt was Falsches denkt, ne? So, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann schauen wir mal gerade, wie sich hier die Herrschaften. Ah ja, da oben bekämpfen. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich jetzt meinte. Das heißt, hier müssen wir uns vom Acker machen. Die stehen nämlich jetzt gerade beide hier in Warteposition. Oh, mal gucken, ob sich das jetzt gescheit auflöst. So, der fährt los, der andere hinten dran. Ja, das ist doch mal ein Anblick, ne? So, der fährt jetzt los. Der fährt jetzt auch in die nächste Position und das auch noch auf der richtigen Höhe, denke ich mal. Da haben wir auch kein Problem, dass da mit dem Verkehr Probleme gibt. So, und dann fahren die zwei hintereinander gemütlich her und dann ist das auch vom Tisch. Wir bringen jetzt aber auf alle Fälle noch schnell unsere restlichen Rapskörnchen weg, damit wir auch da noch das Maximum an Geld rausholen können. Ja, Feld 10 ist dann damit abgeschlossen. Wir bereiten uns dann auf Feld 16 vor, werden aber jetzt in der nächsten Folge dann auch noch ein bisschen mähen, damit wir ganz einfach auch noch ein bisschen wieder was für die BGA schon vorbereiten können. Denn wenn es soweit ist, möchte ich auf alle Fälle sozusagen dann nach Möglichkeit aus den Vollen schöpfen, damit wir nicht das Gerät kaufen, dann erst anfangen, da Silage vorzubereiten. Das wollen wir natürlich schauen, dass das vorher hinhaut. So. Dann können wir eigentlich gerade wieder den Düngestreuer abkuppeln. Dann nehmen wir nämlich da das Mähwerk vorne dran. Würde auch dafür sprechen, dass wir eventuell uns auch mal Gedanken machen über diesen Mod, den der Martin erwähnt hat. Ein Problem gibt es nur kleines dabei. Das Ding kostet 100, ich glaube 138 oder 158.000 Euro. Also das sind auch noch, ja, 3,5 Pescheten, die wir da ein bisschen zusammensparen müssen. Aber im Moment läuft es ja eigentlich schon mal richtig gut. Also die Ernte hat uns hier riesig, riesig vorangebracht, ne? Denn ja, im normalen Preis hätten wir deutlich weniger bekommen. Also wir haben ja hier fast das Doppelte vom Normalpreis rausgeholt. Und ja, das macht natürlich dann in unserem Gesamtfortschritt schon mal einiges aus. So, 15.000 Euro haben wir, da können wir mal gerade gucken. Ja, 30 sind's. Gehen wir nochmal um 5 runter. So, 175, 185.000 Euro sind's jetzt. Also, dann haben wir doch da schon mal richtig gut was erledigt. So, beide Helfer sind fertig. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wo die stehen, die Kameraden. Gucken wir mal, ob wir das heute vielleicht sogar noch so weit aufräumen können. Ist ja zumindest gut, dass die Helfer durch sind. Das ist vom Geld her schon mal wichtig. Und dann können wir auch, denke ich mal, so langsam, ja, können wir eigentlich jetzt schon die Zeit mal ein bisschen vorlaufen lassen. Denn wir haben jetzt alles verkauft, das Feld 10 ist durch, jetzt geht es Richtung Feld 16 und natürlich auch Richtung Mitternacht. Das bedeutet für uns ja auch dann, ja, die Kühe können dann dementsprechend auch ihre Milch abgeben. In der letzten Folge waren es 40.000 Liter, jetzt ist gleich 18 Uhr. Da möchte ich mir zwei Sachen nämlich mal anschauen. Zum einen, wie der Rapspreis sich entwickelt hat, das machen wir auch schnell mal. Gucken wir gerade, der Rapspreis, ja, ging um 130 runter, bringt aber immer noch 17 Stunden das Doppelte, also ich weiß aber nicht, ob das von den Wachstumsstufen passt. Das wäre natürlich pervers. So, und hier sind wir über 1000 Liter mit den Kühen, mit der Milch hochgegangen. Das war auch sehr gut. Aber das ist jetzt gerade so eine Überlegung. 17 Stunden, könnte vielleicht sogar noch eine Ernte bringen. Aber bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher. So, die haben sich hier alle geeinigt. Oh, hat das Schild noch umgefahren hier, der Trottel. Aber na gut, diesmal war ich's ja nicht, das muss dann der Helfer aus seiner Kasse bezahlen. Von dem Punkt erstmal kein Problem.
So, was ein Problem ist, ist, dass die Zeit schon wieder um ist. Zumindest haben wir hier die Ernte fertig gebracht, das war schon mal sehr gut. In der nächsten Folge räumen wir dann erstmal ein bisschen auf, machen ein bisschen Wiese, bereiten uns auf das Feld Nummer 16 vor. Und ich bin gespannt, wann es dann hier mit der nächsten Wachstumsstufe losgeht. Wenn das jetzt wirklich noch 16 oder 17 Stunden sind, ob wir es vielleicht sogar nochmal schaffen, was zu ernten. Das wäre natürlich klasse, nochmal mit so einem Preis, das wäre Bombe. Aber ich will jetzt mal nicht zu viele Hoffnungen schüren. Wir gucken einfach und warten mal ab, was sich ergibt. So, den fahren wir noch hier rein in den Unterstand, damit es da auch noch ein bisschen trocken bleibt. Ne, es soll ein bisschen wolkig werden. Mal gucken. Nicht, dass es dann noch regnet später. Aber ich denke mal, so ist alles gut. Und in diesem Sinn sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.